Alle Leute, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen organisatorische Arbeit machen. Nachdem wir mittlerweile verbündet sind mit dem Großreich Lettland, das wunderbare Großreich Lettland, wer kennt es nicht, müssen wir uns erstmal eine Verteidigungslinie gegen die Sowjetunion anlegen, die wahrscheinlich nicht lange eine Verteidigungslinie bleibt. Wieso habt ihr immer noch Pläne, die ihr ausführt? Oh mein Gott, das war die falsche Armee. Das war die Armee hier unten, richtig? Ja. Ihr müsst natürlich weiter ausführen, weiter Druck machen. Ihr hingegen... Ja. Ihr könnt euch Pause machen. Und zwar bekommt ihr erstmal eine neue... Warte. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal klären. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Armeen... An der Ostfront. Wollen wir davon eine Armee nach Afrika schicken? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich einfach glaube, dass die Italiener hier unten ziemlich überfordert sind mit der Situation. Mal ganz von dieser Situation ja abgesehen, aber da bin ich ja drauf und dran, Frankreich den Krieg zu erklären. Also nicht den Krieg zu erklären, sondern Frankreich einfach einzunehmen. So. Die Frage ist jetzt, schicke ich eine meiner Armeen darunter und wenn ja, welche? Habe ich irgendjemand mit Nachschub-Dings? Wenn, dann müsste ich das eh tauschen. Ich müsste halt auch über den Landweg gehen, weil der Seeweg wird von Frankreich und dem Vereinigten Königreich im Moment total blockiert. Sowohl hier im Norden als auch das Mittelmeer. Ich glaube, das wird einfach im Moment nicht passieren. Ich würde sagen, mein Plan ist... Wie sieht Bulgarien eigentlich aus? Mein Plan wäre, glaube ich, erstmal. Das ist jetzt zwar über 10 Ecken gedacht, aber wir sind ja immer noch dabei, hier die Popularitätssteigerung zu machen. Damit hören wir erstmal auf. Machen wir es noch irgendwo anders, außer Amerika? In der Türkei. Ja, das ist auch wichtig, damit wir das, also dass wir es das in der Türkei machen. Ist jetzt die Frage, was genau machen wir mit Bulgarien? Was hat Bulgarien denn für Rohstoffe? Nicht wirklich viel. 2 Aluminium, das war's. Können wir da einen Militärzugang? Nein, natürlich nicht. Ihr seid schon 35% faschistisch. Ich wage es einfach mal. Tägliche Abweichung 0,04. Das ist ja nichts. Wieso ist das nur so wenig? Parteiträgheit minus 0,08. Aha. Okay, steht aber nichts von in den Modifiern hier. Dann ist es, glaube ich, sogar... Ist es, glaube ich, sogar sinnvoller, die einfach anzugreifen. So blöd es auch klingt, aber... Italien macht Gebietsansprüche in Jugoslawien. Das ist, okay, da müssen wir, glaube ich, auch dann... Die Front hier sichern. Boah, wir haben zu wenig Armeen im Moment. Aber mein Plan wäre gewesen, halt nicht über den Seeweg hier nach Italien, also in die italienischen Gebiete reinzugehen, sondern über den Landweg hier dann, wenn wir Rumänien eingenommen haben, über Bulgarien, Türkei, dann von hier aus anzugreifen und dann den Suezkanal zu überraschen und einzunehmen. Das wäre auch, glaube ich, ein Plan, aber das dauert noch ein bisschen. Von daher können wir die ganzen Truppen jetzt eigentlich auch an der Ostfront lassen, denke ich mal.
Und dann machen wir es folgendermaßen, dass wir die ganze Front jetzt hier in 4 Abschnitte aufteilen. Wie gesagt, das wäre jetzt ein bisschen länger die Ausführung, aber ja, das musste jetzt erstmal sein, damit ich mir selbst klar werde, was ich hier überhaupt mache. Und ihr bekommt eine Angriffslinie erstmal. Ja, nein. Nicht über den Fluss, sondern erstmal hier. So, Leningrad einzunehmen und danach kriegt ihr noch eine Angriffslinie. Würde ich sagen, hier so nach Norden. Ihr seid dann im Endeffekt die Armee, die dann hier oben den Zipfel noch einnehmen soll. Das macht ihr dann aber bitte auf normal. Wo seid ihr? Ah, ihr seid ganz da unten, alles klar. Was ist denn die nächste Armee hier oben? Keine der nachfolgenden, okay. Dann nehme ich einfach euch. Ihr kriegt eine Frontlinie, die ungefähr so aussieht. Und eine Angriffslinie, die zunächst etwas konservativ verläuft. Aber dann hier nach Norden abweicht. Das müssen wir jetzt alles ein bisschen komplexer machen, weil die Sowjetunion oder generell dieses russische Territorium hier einfach super fucking riesig ist. Ach, warte mal. Ich wollte ja noch eine Armee hier erstmal nach Bulgarien schicken. Dann seid ihr jetzt erstmal meine mehr oder weniger Verteidigungsarmee. Ihr kriegt erstmal einen super uneffizienten Angriff. Und ja, das müssen wir dann später nochmal ändern. Wenn wir dann hier unten noch was haben, dann, wenn wir Bulgarien eingenommen haben, dann kriegen die hier noch eine Front, kriegt die vierte Armee hier unten noch eine Frontlinie und kriegt dann diesen Teil hier als ihren Angriff. Die Armee geht dann hoch nach Moskau und die Armee geht dann hier runter in dieses ölreiche Gebiet. Aber wir brauchen jetzt erstmal eine Armee hier noch an der bulgarischen Grenze. Deren Aufgabe wird es sein, hoppala, erstmal, wieso machst du das so? Wieso? Na gut, dann machst du halt so. Was zur Hölle? Wieso so rum? Wie gesagt, Angriffslinie. Jetzt ist richtig. Und dann einmal umswitchen. So. Und alle anderen können erstmal auf ausgeglichen gehen. Ihr seid darauf ausgeglichen hier. Auch, und na, hier oben sind relativ wenig Truppen. Dann würde ich sagen, sobald ihr da seid, könnt ihr auch schon loslegen. So, mit euch habe ich euch schon gesagt, dass ihr loslegen könnt. Ja, ne? Wunderbar. Und ich hoffe, dass wir das hier schnell erledigen, so dass wir dann Frankreich aus dem Krieg kicken. Wir haben hier immer noch diesen Modifier, also diese Meldung da, Japan fingiert gegen uns. Das geht fokusmäßig eher gegen die Niederlande, aber das ist okay. Nordfrankreich, Flotteninvasion, das müssen wir, glaube ich, ernst nehmen. Pas-de-Calais, das ist hier oben. Haben wir aber im Moment noch nicht die Truppen für. Ja, im Moment haben wir absolut keine Lufthoheit hier oben. Was eigentlich ziemlich ja, ich würde sagen, alles verlegen, aber ich will auch noch nichts hier oben hinlegen für den Fall, dass wir hier tatsächlich noch eine Flotteninvasion bekommen.
Erstmal will ich hier Frankreich so schnell wie möglich rauskicken und dann können wir uns da um eventuelle Flotteninvasionen kümmern. Die vielleicht passieren, vielleicht aber auch nicht. Und ja, ich glaube, jede Armee können wir mittlerweile auch sagen, dass sie da ziemlich aggressiv reinpushen kann. Weil, so wie es aussieht, ist da kaum Gegenwehr. So, wir haben immer noch 1940. Jetzt muss ich hier mal wieder. Oh, ja, das hier sollten wir auf jeden Fall nehmen. Da habe ich gar nicht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm tatsächlich. Bessere Infanterieausrüstung und Infanteriewaffen. Und dann schließen wir die Leute hier an der Maginot-Linie einfach ein. Die können da noch so viele Divisionen haben. Wir werden nicht gegen die kämpfen. Bis auf ein paar dumme Divisionen, die anscheinend einfach rein angreifen. Wir wollen hier einfach durchrushen, bis es nicht mehr weitergeht. Wir stehen auch schon eine Provinz vor Paris selbst. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit. Noch gar nicht so viel. 41% vor der Kapitulation. Rumänien 24. Ansonsten haben wir noch nichts gerissen außer Belgien. Und ja, ich muss halt Italien beschützen. Das ist meine Mission gerade. Frankreich so schnell wie möglich auszuschalten, bevor Italien hier Probleme bekommt. Und wie sieht's hier aus? Hier ist es tatsächlich jetzt erfolgreich. Wie gesagt, wenn wir die Berge hier nicht im Weg haben und einfach die Ebene hier entlang pushen können, dann ist das alles gar nicht mehr so schwierig. So, mehr Zeug zum Produzieren. Panzerabwehr, Artillerie, Infanterieausrüstung produzieren wir immer noch einen ganzen Batzen, so wie es aussieht, obwohl hier steht minus 1,1000 pro Tag, wohlgemerkt. Aber mittlere Panzer. Ich würde sagen, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir sagen, mittlere Panzer, da muss was passieren. Und die tun wir dann direkt unter unsere anderen mittleren Panzer, damit wir das auch alles immer schön geordnet im Blick haben. Jetzt haben wir ziemlich viel Armeeerfahrung. Ich würde sogar sagen, wir rüsten unsere Panzer mal ein bisschen. Ah, was macht ihr? Mal ein bisschen auf. Und zwar Motor, Motor, Hauptgeschütz, Panzerung, Panzerung, Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit. Da können wir sogar noch ein bisschen mehr machen, Hauptgeschütz. Und da sind wir genau bei 180, wir haben 183. Ja. Perfekt, würde ich sagen. Und dann produziert ihr mir bitte doch mal das neue Modell. Mehr Öl aus den Staaten. Noch. Wo wir noch die Möglichkeit haben hier. So. Und dann gucken wir noch mal, wie es hier weiterläuft. Wie gesagt, wir stehen kurz vor Paris. Können wir das noch hinbekommen? Und wir brauchen schon wieder mehr Zeug. Immer mehr Zeug. Ich glaube sogar, Portugal wäre mittlerweile ein gutes Ziel für faschistische Einflüsse. Wir sind auch schon 5% da, der Rest neutral. Oh, Entschuldigung, noch 5% kommunistisch, 5% faschistisch. Aber lohnt sich das? Ist die andere Frage. Weil Portugal, wie gesagt, auch nicht wirklich, ja, die Wirtschaftsmacht ist oder die militärische Macht. Und jetzt wirklich auch nicht über eine strategisch wichtige Position verfügt. So wie es aussieht, haben Frankreich und England sich hier oben ziemlich zurückgezogen. Hier sind noch so ein paar verbliebene Reste, auch noch eine belgische Division. Allerdings hier, das geht gar nicht. Ich würde sogar sagen, Italien verliert das hier unten. Weil so wie die hier zurückgedrängt werden, das ist schon echt nicht schön. Es wäre aber echt schön, wenn wir den Suezkanal bekommen würden.
Und jetzt sind wir auch mittlerweile hier überall am Gewinnen, bis auf diese eine kleine Schlacht, die auch wieder ins Gebirge reingeht. Allerdings, die rumänischen Truppen haben super Verschleiß, so wie es aussieht. Haben wir Paris schon? Ja, wir haben Paris! Wieso kam keine Meldung? Ich weiß es nicht. Paris ist eingenommen. Und bald müssen wir auch gar nicht mehr so viel Öl importieren, weil wir dann auch Rumänien haben. Zwar sind sie dann immer noch Teil der Alliierten und ja, können sie noch nicht aufteilen, aber... wir haben dann immerhin schon Kontrolle über 70 Öl. So, der Fall von Paris. Wunderbar. Und Frankreich hat kapituliert. Und wir haben sogar ganz Frankreich bekommen. Hier ist, scheint noch so ein bisschen... da scheinen britische Truppen tatsächlich stationiert zu sein. Und ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssten wir eigentlich so eine Art Atlantikwall hier bauen. Weil natürlich kommt irgendwann der große Gegenschlag. Und ja, wenn wir da nicht wirklich vorbereitet sind, das wäre schlecht. Nichtsdestotrotz müssen wir erstmal das hier unten eindämmen. Weil das geht gar nicht. Nicht, dass die jetzt wieder ausufern und da jetzt was komplett Neues entsteht. Euch hingegen würde ich tatsächlich mittlerweile sogar abziehen. Die wollen immer noch nicht in mein Bündnis rein, aber ich glaube, mittlerweile muss ich mir um die keine Gedanken mehr machen. Was ich jetzt noch machen würde, wäre einfach der Komplettität halber Luxemburg einzunehmen, damit die sich nicht irgendwann entschließen, jopp, wir machen jetzt auch mal mit. 25 Tage wird das dauern. Schweiz ähnlich. Ja, mit Genua müssen wir, glaube ich, auch irgendwann aushelfen. Aber ansonsten konzentrieren wir uns gerade erstmal auf Rumänien. Ja, genau, jetzt fangen die natürlich an, hier ein bisschen Ärger zu machen. Und genau das wollen wir nicht. Und ein bisschen Ärger ist sogar untertrieben. Holy shit. So, ihr könnt, ja, ihr geht erstmal da unten hin und wir brauchen etwas sehr Schnelles, was hier hinten nachgeht. Und zwar die ganze Linie wieder weg, bitte. Bis nach Bordeaux rein. Seid ihr jetzt am Evakuieren oder? Sieht so aus, okay. Dann ist ja wenigstens das gerettet. Freie Militärfabriken. 9 Stück. Und zwar, damit machen wir, ich glaube, mehr Jäger. Weil jetzt geht's tatsächlich los. Jetzt kommt unser großer Moment, wo wir gegen das Vereinigte Königreich kämpfen müssen. Und wie sieht es eigentlich luftüberlegenheitsmäßig hier aus? Noch interessiert sich niemand hierfür, so wie es aussieht. Allerdings wird das kommen. Und einfach um so eine Art Frühwarnsystem zu haben. Das wird jetzt nicht ausreichen, um Invasion zu verhindern oder irgendwas zu machen. Aber wir bekommen dann so eine Meldung, keine Luftüberlegenheit mehr. Und wir wurden enttäuscht von den Niederlanden, so wie es aussieht. Das war jetzt Öl. Oder Gummi. Geliefert, 0 von... Warte. Haben die ein Embargo gegen uns? Können wir das irgendwie sehen? Nee, die machen erst Intervention. Das Embargo kommt da unten erst.
Vor diesem Embargo müssen wir selbst ganz viel Öl und Zeug haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wieso liefern die uns das nicht? Wird das alles blockiert hier durch, oder legt sich das gleich wieder? Warte, ich lass mal kurz laufen. Es legt sich tatsächlich nicht wieder. Aber jetzt liefern sie wieder. So. So, und dann machen wir noch dieses Grinse-Ding hier unten weg und... Ja, danach müssen wir echt gucken, was wir machen. Italien, ja, hier oben läuft's ganz okay. Hier unten läuft's gar nicht okay. Oh, japanische Truppen mittlerweile hier sind hier gelandet. Japan, wie sieht's denn aus? Ich glaube, mittlerweile können wir uns auch gar nicht mehr vor einem Krieg mit den Vereinigten Staaten beschützen, weil die uns mittlerweile supermäßig hassen. Und... Ja... Winterfragen Luxemburg, bla bla bla, nichts Neues, wie gesagt. Einfach nur ein bisschen Flavortext. Die Frage ist jetzt, wie weit steht ihr vor der Kapitulation? 37%, also wirklich auch noch nicht so weit. Und wir haben hier 1220 Jäger über der Benelux-Region. Ich glaube, die Jäger aus... Westdeutschland können wir jetzt tatsächlich abziehen. Und die verlegen wir alle mal so, dass die relativ nah dran sind. Ihr macht immer noch genau dasselbe. Ihr hingegen... Könntet eigentlich auch darüber gehen und dann mache ich auch alles verlegen und dann macht ihr so ein bisschen Marineangriff. So, hier das haben wir gesichert. Dann ist jetzt die große Frage. Will ich mich jetzt erst darauf konzentrieren, hier einen mehr oder weniger Atlantikwall aufzubauen oder will ich erst in Afrika helfen irgendwie. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie ich da runterkomme. Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich sinnvoller, erstmal einen Atlantikwall zu machen. Erstmal mit meinen Truppen. Nicht mit Frontlinie, sondern mit Rückzugslinie. Ihr zeigt mir, wenn... Nee, doch. Ich wollte nur gerade gucken, ob die mir anzeigen, wenn sie überfordert sind mit der Aufgabe. Wieso kann ich das da oben nicht? Ich möchte das da oben bitte mitnehmen. Danke. Das da unten bitte auch. Ach Gott, ist das... ja, dann machen wir das erstmal so. Weil das oben ist sehr wichtig, da ist ein Hafen. Den wollen wir nicht verlieren. Da können die 24 Divisionen dann erstmal hin und den Rest, ja, bestücke ich dann mit dem Rest von hier. Was mir so ein bisschen Gedanken macht, ist, dass die Niederländer hier immer noch an der Grenze stationiert sind. Das heißt, sie sind immer noch so ein bisschen, wird das einen Krieg geben, wird das keinen Krieg geben? Aber ich glaube, wir... müssen die Leute jetzt auch mal abziehen, weil wir die für die Verteidigung hier brauchen. Und ihr hier oben verteidigt einfach bitte nur diesen Teil. Und will ich gerade noch... Oder will ich... Nein, ich glaube, wir müssen mehr Marineforschung machen... Und natürlich auch mehr Marineproduktion. Hier bitte nur noch einen schweren Kreuzer. Und da haut ihr dann rein. Prinz Eugen Klasse war das Neueste, ne?
Hier haut ihr dann bitte das komplett rein. Davon hätte ich gerne auch, sagen wir mal, mindestens zwei. Wenn nicht sogar vier. Ich würde sagen vier. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und da die Folge jetzt auch wieder schon ein bisschen länger ist, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, ciao.